willkommen, liebe Leute, und zu einer neuen Folge von Metaller. Ah ne, das ist ein bisschen falsch. Da bin ich ja wieder in die 90er gerutscht. Hier ist euer Thomas von Free and Ride auf dem Kanal von Daniel Dyer, weil der sich ja jetzt um meine Videos kümmert. Ich sitze auch hier in der VIP-Lounge bei Daniel Dyer im Keller und will euch kurz was sagen, weil ich ganz viele Anfragen dazu kriege, was die Termine angeht für 2023 für Fahrtechnikkurse bei mir. Erstmal müssen wir eine große Blase platzen lassen. Vielen Dank für eine jahrelange tolle Zusammenarbeit mit dem Bikepark OE, aber es wird keine Free-and-Ride-Kurse mehr im Bikepark OE geben. Wenn ihr im Bikepark OE weiter Kurse haben wollt, dann wendet euch mit einem Privattraining an Rock My Trail. Die bieten die da weiterhin an und die machen die auch richtig gut. Dann müsst ihr die halt wählen. Ich werde mit dem Bikepark OE aus persönlichen Gründen nicht mehr weiter zusammenarbeiten. Das ist aber soweit, das ist halt so. Ne? Gucken, ob sich irgendwann mal was Neues ergibt, das muss man jetzt schauen. Jetzt werde ich erstmal nur Kurse noch in Siegen am Flowtrail anbieten, weil da habe ich alles eigentlich, was das Mountainbiker-Herz begehrt. Anliegerkurven, Sprünge, Wurzeln, Steilstück, Drops. Ich wüsste nicht, was da fehlt. Hab die Kurse jetzt auch um eine halbe Stunde verlängert, weil Siegen ein bisschen weitläufiger ist, nicht alles so zentral. Und 20 Euro vom Kurs gehen halt direkt an den Verein, damit ich die Strecke da nutzen kann. Das ist eine der größten Neuerungen. Jetzt zu Terminvergaben. Was positiv noch zu berichten ist, es gibt jetzt 3 Kurse in der Woche. Die werde ich alle einstellen und zwar werde ich sie doch fürs ganze Jahr einstellen, einfach damit ich eine Planungssicherheit habe. Geht also, ich werde die ganze Homepage umbauen, die ist jetzt noch nicht aktualisiert mit den News, dass es kein Bikepark OE mehr gibt und so. Das wird nächste Woche alles passieren. Nächste Woche könnt ihr dann buchen auch, schon quasi fürs ganze Jahr. Was noch dazu kommt, es wird spontan Kursangebote geben. Das heißt, wenn meine Kinderbetreuungssituation das zulässt, setze ich dann auch schon mal ein Zusatztraining an. Ihr müsst also einfach dann das zur Routine werden lassen, dass ihr ab und zu mal in diesen Kalender reinguckt. Ich freue mich auf euch alle 2023. Siegen ist für mich jetzt auch keine B-Wahl, weil Siegen trifft ja das Mountainbiker-Portfolio eigentlich fast noch besser wie der Bikepark. Und ich muss sagen, wer eigentlich schon in diesem Bikepark-Level ist, kommt eigentlich gut klar mit einem guten Buddy zusammen, sich an die nächsten Sachen dran zu wagen. Ich denke, hauptsächlich in meinen Kursen spreche ich halt Einsteiger an, Leute, die von Anfang an die richtige Technik lernen wollen etc. Und dafür ist Siegen meiner Meinung nach mit der beste Ort. Ich denke, wir werden am Anfang der Saison auch noch ein Promo-Video für Siegen machen mit dem Daniel zusammen, dass man da halt einfach, dass alle, die den Spot nicht kennen, mal sehen, was es da so gibt alles, dass man das mal von außen und nicht immer nur mit der Ego-Perspektive filmt, sondern mal von außen sieht, was da alles so für Sprünge sind und so. Ich freue mich auf 2023, wie gesagt, in den Kalender gucken, buchen und danke für Daniel, dass wir diese Videos hier aufnehmen können. In diesem Sinne, das war's und ab aufs Rad. Ciao.